Ja, liebe Motorsportfreunde, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal, und zwar ja Trackmania Turbo. Nicht mehr die Beta, nein, jetzt ist es endlich die Vollversion und jetzt dürfen wir in Trackmania endlich richtig durchstarten. Ich bin richtig gehypt auf dieses Spiel, ich habe da richtig Bock drauf. Ich hoffe, dass es auch einige Sachen... Ja, dass ich da einige Sachen mit der Community machen kann, die ich mir da so vorgestellt habe. So in Sachen Strecken bauen, Strecken von anderen testen, ein bisschen Multiplayer mit euch fahren. Das ist ja auch wirklich das, was Trackmania eben auch ausmacht. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Die Beta hat ja schon einiges gezeigt, die hat ja schon einiges offengelegt. Wenn alles passt, kommt sogar heute diese Folge hier. Also da habt ihr erst vor kurzem den Trackbuilder bei mir gesehen, noch von der Beta. Und jetzt werden wir hier richtig, richtig reinstarten in Trackmania. Ich habe auch vor, den Anfang ein bisschen schneller durchzureißen, weil wir den ja schon bei der Beta gemacht haben, zumindest zum Teil. Ich hatte da sogar noch mehr aufgenommen, aber habe es dann nicht mehr geschafft, das hochzuladen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt hier rein, geben Vollgas, ja, so wie ihr das beim Mr. Easy Racer hier von mir kennt, das ist ja ganz klar. Ich bin jetzt natürlich gespannt, was natürlich jetzt lustig wäre, wenn er die Kampagne und so weiter übernommen hätte. Aber das wird er wahrscheinlich nicht gemacht haben. Aber ich würde sagen, was machen wir... Oh, Medaillen 52. Okay. Wenn ich da jetzt aber reingehe in die Solo-Kampagne. Machen wir mal Solo-Kampagne. Nee, okay, klar. Da müssen wir dann jetzt noch alles fahren. Also... Deswegen würde ich jetzt mal sagen, liebe Motorsportfreunde, wir fangen jetzt mal die ersten Folgen mal ganz ruhig an, ganz relaxed. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen Solo-Kampagne zocken. Und es ist ja jetzt dann morgen ist auf jeden Fall Ostern. Da muss man mal schauen, vielleicht geht dann mal morgen ein bisschen was im Multiplayer. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Kampagne und werden uns direkt der Solo-Kampagne hier widmen. Ah, okay, doch, die Medaillen hat er also schon. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Okay, dann geht es halt jetzt hier nur weiter. Wenn es mich nicht täuscht. Okay, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dann gehen wir jetzt hier direkt weiter. Das ist natürlich geil, dass er das von der Beta übernommen hat. Das ist natürlich super. So, ich muss jetzt auch erstmal schauen, dass ich mit den Autos wieder klarkomme. Weil da hat natürlich jedes Auto so ein bisschen eine eigene Steuerung, ein eigenes Feeling. Und darum geht es mir jetzt auch erstmal hauptsächlich wieder so ein bisschen reinzukommen, so ein bisschen wieder das Feeling aufzusaugen. Ja. Dieses gute alte Trackmania-Feeling ist sowieso am Controller jetzt erstmal wieder bisschen anders. So, wir werden uns natürlich die Goldmedaille hier mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier... ob wir uns vielleicht direkt beim ersten Mal hier Gold schnappen können. Wäre natürlich geil. Ah, da haben wir schon wieder ein bisschen zu viel Zeit verloren. Ja, das Auto lädt halt ein zum Driften. Das ist eben die Sache. Holy moly, Medaille ist auch richtig gut hier drauf. Boah, hier geht's erstmal durch. So, hier kommen wir schön durch. Okay, da müssen wir jetzt komplett weiter driften. Oh Gott. Oh Gott. Komm, Madig. Ja, falls ihr meine die Beta noch nicht gesehen habt oder bei mir selber noch kein Trackmania gesehen habt, ich werde das so handhaben, dass ich immer erstmal die Strecke komplett fahren werde. Also, ich werde jetzt die Strecke einmal komplett fahren, unabhängig von der Zeit. Damit ich erstmal checke, wie die Strecke überhaupt so funktioniert. So. Okay, aber das ist nicht wirklich viel schneller, wenn ich da jetzt vom Gas gehe. Okay, aber das hier ist schneller. Oh Gott. Ja, nee, komm, das machen wir nochmal. Okay, dann ist jetzt natürlich die Frage, wie schaffe ich das hier am Anfang richtig schnell und gut durchzukommen? Weil mir geht es ja natürlich primär erstmal... Ah, dick. Mir geht es ja primär erstmal darum, dass wir hier Gold holen. Das ist ja das Wichtigste, ja. Das ist ja das Wichtigste hier. Ah, okay. Aber das hat jetzt noch mehr Zeit gekostet, als es gebracht hat.
aber das hat ganz gut ausgeschaut jetzt. So, jetzt werde ich direkt ein bisschen weiter rechts fahren. Genau, dass ich perfekt hier landen kann. So, jetzt hier schön durch. Nicht zu viel driften. Wappa, und ins Ziel. Jawohl, Gold, passt. Außergewöhnlich, du hast die Goldmedaille errungen. Das ist natürlich geil, gut gespielt. Hast einen neuen Rekord aufgestellt. Ja, wunderbärchen, Puppärchen. Dann hätte ich jetzt mal behauptet, wir gehen mal zurück zur Streckenauswahl und nehmen uns direkt mal die Nummer 7 vor. Ja, also wenn ihr dann die anderen Sachen noch sehen wollt, dann muss ich schauen, wie ich das verpacke. Da muss ich wirklich schauen, wie ich das verpacke, weil ich habe jetzt natürlich noch Videos in der Pipeline, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Die müsste ich dann davor eigentlich veröffentlichen, ne? Warum steht da Welt und Co. und so nichts verfügbar? Das ist natürlich ein bisschen schade. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. Muss ich hier direkt hier rüber oder was? Oh nee, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Okay. Dann setzt er mich nicht zurück. Interessant. Ja, wie gesagt, da wird mir sicherlich was einfallen, wie ich das ja so machen werde. So. Okay. Wieso hat er da jetzt gerade gebremst, die Medaille? Das würde ich gern wissen. Oh Gott, mir kommt das Schreck auf. Da musste ich jetzt gerade in den Drift gehen. Jawohl, passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Finish. Und nice. Und direkt Gold. First try. So gehört sich das. Jo. Okay, Zeug in der Werkstatt freigeschaltet. Passt wunderbar. Dann gehen wir, ja, hätte ich jetzt gesagt, eigentlich direkt zur nächsten Strecke. Ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch eine coole Wiederholung irgendwie hinkriegen. Insert Coin oder drücke X. Ja, genau. Schade, schade, schade. Ja, da musste ich halt gut korrigieren. Ich wollte jetzt eigentlich... Ob wir nicht eine schöne Wiederholung... Jawohl, sehr geil. Das reicht mir. So, aber ich wollte mal kurz gucken. Ja, aber ich bin ganz normal angemeldet. Gar kein Problem. Warum da jetzt... Warum er... Ja, vielleicht sind die Server noch nicht verfügbar. Das könnte natürlich sein. Okay. Dann schauen wir, dass wir direkt hier weiter durchreißen. Okay. Und dann probieren wir mal, dass wir hier... Chicane... Oh, shit. Oh, shit. Nee, dass wir hier direkt weiter in Gold holen und so weiter. Okay, go, go, go. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie gesagt, einmal erstmal fahren und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Dann schauen wir mal, wie es so läuft. Yo, you've taken the bronze. Das war jetzt natürlich nichts, ne? Das war jetzt natürlich absolut gar nichts. Das war natürlich absolut gar nichts. Müssen wir auch erst aufpassen wieder mit der Chicane. Da müssen wir schauen, dass wir hier... Jawohl, so ist gut. So war das richtig nice. Okay, jetzt vielleicht kommen wir hier super durch. Was? Ist es dein Ernst jetzt? Wenn du es perfekt fährst, schaffst du es also, bist du zu schnell. Dann bist du zu schnell für den Jump. Das ist natürlich schon verarsche. Das ist natürlich schon verarsche. Jetzt habe ich mal ein bisschen vom Gas gegangen. Das reicht dann. So, das reicht 1A. Nein, jetzt hast du mich weggezogen. Bremsen, du hast deine Trophäe verdient. Okay. Aber ich habe Gold geholt. Ich habe Gold geholt. Jawohl. Ich wollte jetzt aber hier trotzdem mal zurückgehen. Welt, Deutschland. Ja, er zeigt mir das leider nicht an. Wieso zeigt er mir das leider nicht an? Okay, 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 okay. Settings irgendwie. Okay, aber das ist jetzt nicht wirklich... Das ist jetzt nicht wirklich, wie mich das hier irgendwie weiterbringt.
Okay, da gehe ich dann irgendwie in den Ubisoft Club. Okay, das will ich jetzt nicht wirklich. Ja, dann keine Ahnung. Dann geht das halt irgendwie noch nicht. Leider. Ja, dann würde ich jetzt sagen... Ja, wir machen hier einfach wieder weiter, ne? Wir haben jetzt hier noch zwei Sachen offen. 09 und dann die letzten 10er wieder eine Multilab. Und ja, das werden wir jetzt noch durchreißen. Und dann passt das. Alles, was man als einfach braucht, ist Leidenschaft. Dann konnte ich es leider nicht mehr fertig lesen. Jawohl, und ab die Post. Alles klärchen. Okay, hier schöne Steilkurve. So. Alter, das war jetzt nicht. Das war nicht gut. Oh Gott. Hätte mich fast. Da war einfach fast ein bisschen zu schnell. Hätte mich fast rausgetragen. Okay, okay. Auf jeden Fall eine. Oh Gott. Eine interessante Strecke. Sehr, sehr interessante Strecke. Gut, da gehen wir wieder sämtliche Teile hier gerade flöten. Jo, das wird Bronze, wenn es hochkommt. Jawohl. You've taken the bronze, aber uns interessiert nicht mehr die Bronze. Wie ich auch schon in der Bitte gesagt habe, richtig chillig, dass er mir jetzt die... Oder dass er immer die... Na, wie heißt's? Dass er die... Ah, madig. Dass er die Zahlen immer in verschiedenen Sprachen ansagt, das finde ich schon chillig. Madig, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, das war nicht gut, da sind wir jetzt nicht gut durchgekommen. Jetzt müssen wir hier irgendwie... Ja, obwohl doch, jetzt hat es ganz gut hingehauen hier. Aber dann... WTF, okay, da muss ich echt aufpassen. So komplett Vollgas geht da gerade nicht. So komplett Vollgas geht da jetzt nicht. So. Ja, passt. Ja. Boah, das war richtig knapp. Holy moly, ja, jetzt habe ich da verloren, Madik. Madik. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich selbst wieder fast eingeholt. Ja. Aber das gibt jetzt Silber und nicht mehr, leider. Ja, das Silver Medal. Ich würde aber gern Gold auch noch mal angreifen. Das würde ich liebend gerne machen. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier die Goldmedaille noch schlagen, wenn es geht. Irgendwie. Jawohl, passt soweit. Jawohl, sehr gut. Wir sind richtig gerade unterwegs. Wir sind auch von der Speed her gerade vorne. Jawohl, passt. Jetzt hier durch. Komm, nein, nicht anecken. Boah, trotzdem Gold geholt. Sehr geil. Trotzdem, dass ich kurz angeeckt bin. Interessant. Interessant. Sehr, sehr interessant. So, dann gehen wir halt direkt zur nächsten Strecke. Ich muss jetzt nicht nochmal zurück ins Menü. Okay. Jo. Bin jetzt gespannt. Multilab, das ist natürlich immer eine schwierige Angelegenheit. Eine tricky Kiste. Weil da kann man halt in der letzten Runde... alles kaputt machen. Zum Beispiel. Und auch erstmal hier die Strecke abchecken, wie das hier überhaupt so funktioniert und so weiter. So. Jawohl. Ab die Post. Drift hier. Oh Gott, sag mir das doch früher. Okay, erst. Wie gesagt, ich will erst. Oh Gott. Einmal die Runde will ich haben, will ich sehen. Und dann können wir gerne nochmal neu starten. Okay, hier geht's dann in Offroad. Okay, hier ist dann der Runden-Checkpoint. Alles klar, weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. Also würde ich jetzt mal behaupten, gehen wir hier Vollgas durch. So, dann können wir direkt mal hier wieder ein paar Zehntelchen rausquetschen gegen die KI. So, dann sagt er wieder Drift hier. Okay, I will drift here. Oh Gott, nein! Och, Madik. Ja, jetzt habe ich schon wieder keine Chance. Das ist halt jetzt das Problem. Man muss halt alles hier perfekt hinbringen.
Dann hat man jetzt hier nur eine Chance gegen die Goldmedaille. So schon mal nicht. Mein Gott, easy. Was ist denn jetzt schon wieder los? Komm, 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 jetzt. Na, du willst halt so viel wie möglich innen fahren. Und dann kackst du hier so ab. Ist das jetzt dein Ernst? Easy, ist das wirklich jetzt dein Ernst hier gerade? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab doch wieder angeeckt, oder? Ja. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die Goldmedaille kommt gerade vorbei. Aber ist jetzt mir jetzt erstmal. Erstmal ist es mir jetzt wurscht. So, jetzt hier nicht zu sehr cutten. Schmadig. Egal, jetzt fahre ich es einfach einmal. Wenn nicht, kriegen wir halt nur Silber. Aber jetzt mal erstmal wurscht. So, Gott. Madig. Das war madig. Da willst du halt maximieren, ne? Von der Rundenzeit her. Da versuchst du nicht so viel zu driften. Jetzt, dann zahlst du so die Quittung. Oh Mann. Das ist absolut nicht gut. Das ist absolut nicht gut, was ich da gerade zusammengefahren habe. Ich will jetzt erstmal einmal eine Zeit drin stehen haben. Dann können wir immer noch schauen. Dann können wir immer noch schauen, wo es hakt und wo es fehlt. Aber stay focused, das werde ich machen hier. Ja. Hier richtig, musste ich gerade richtig hier reinknüppeln. Ah, der kommt wieder angeeckt. Immer wieder die gleiche Stelle, da willst du nicht zu viel driften, aber zu wenig ist auch nicht richtig. Okay, Weiße Canyons geschafft. Du hast deine Trophäe erhalten. Okay. Ah, jetzt zeigt es mir an hier, Welt und so weiter. Kartenrangliste. Ja, komm, ich würde sagen, wir probieren es nochmal. Ich weiß, dass uns da 5 Sekunden fehlen, aber egal. Ja, hier sind wir direkt am Anfang, haben wir da schon gut verloren. So. Ja, hier sind wir jetzt richtig gut dabei. Okay. So. Hier schön durchdriften und ich eck wieder an. Meine Fresse, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber bitteres Ding. Jetzt ist natürlich überhaupt die Frage, hole ich das nochmal ein? Hole ich das jetzt nochmal ein oder nicht? Ich kann es euch nicht erklären. Okay. Jetzt musste ich hier richtig hart einlenken. Um da überhaupt rumzukommen. Also ich bin noch nicht mal eine Sekunde hinten. Holy shit, das war jetzt gerade richtig blöd. Aber ich müsste halt jetzt irgendwie ein bisschen rankommen wieder. Ich komm schon ran. Also, gegessen ist das hier noch nicht. Da treibt es mich weit raus. Ah, ich komme schon nochmal. Aber es reicht nicht. Es wird nicht reichen, weil da vorne ist Ziel. Madig. Da seht ihr es, was das dann so ausmacht. Eieiei. Eieiei. Ja, aber jetzt würde ich erstmal sagen, liebe Motorsportfreunde. Ja, wir haben das jetzt hier erstmal alles gut durchgerissen. Wir haben hier überall Gold, bis auf der Multilab. Und in der. Komm, das probieren wir jetzt gerade nochmal auf Gold zu bringen. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Wir haben eh noch kurz Zeit. Also wie gesagt, wenn ihr die anderen Missionen sehen wollt, dann müsst ihr einfach auf meinen Channel gehen. Das muss wahrscheinlich, oder das ist wahrscheinlich der erste Beta-Part gewesen. Wo ich noch so richtig schlecht war. Mittlerweile komme ich eigentlich ganz gut klar. Ach, das war die Strecke hier. Okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh Gott. Muss ich jetzt richtig hardcore einlenken. Okay. Okay. Okay, Bros. Jawohl, passt. Noch bin ich vorne. Vor der Goldmedaille, meine ich. Oh Gott. Ah, nee. Medaille ist nicht schneller. Passt. Wunderbar. Ja, mittlerweile komme ich halt echt besser klar mit dem Auto. Ja, das ist... Am Anfang kam ich da noch nicht so wirklich klar.
Und ja, jetzt funktioniert das schon wieder ganz gut. Und ja, der alte Trackmania-König ist wieder unterwegs, ja, bis auf die Multilaps. Ja, aber das will ich jetzt im Let's Play nicht unbedingt so ausgiebig ein bisschen zu erbrechen spielen, weil, ja, das dauert dann, kann dann doch mal schnell 10 Minuten dauern oder so. Und das ist dann wahrscheinlich auch für euch relativ langweilig. So, 20 von 40 Bronzemedaillen. Okay, aber wir müssen schon von links nach rechts und dann von oben nach unten. So habe ich das verstanden. Alles klar, dann Down and Dirt Valley. Da werden wir dann weitermachen in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja schon hier für diese Sachen meine Beta-Folge anschauen. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, liebe Motorsportfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sagt Ciao, Servus und bis dann.